sehr spannend hier, liebe Jungfrau. Herzlich willkommen in diesen wunderbaren März-Energien. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht und zwar habe ich hier um eine Schutzkarte gebeten oder Schutzkarten, in deinem Fall ist es eine Karte, um Themenkarten und dann, was die geistige Welt noch so dazu sagen möchte. Hier die Rückblätter dazu, ein bisschen so einen Schwerpunkt, was ist für dich zu tun und was könnte es gehen. Ja, und da so einen groben Verlauf. Und das, was ich bei dir total spannend finde, ist, dass du dich in einer absoluten Transformation befindest, und zwar zum Thema Mutterweiblichkeit. So, schauen wir uns das einmal an. Also, was ich ganz schön finde, ist, auf jeden Fall, du hast Metatrons Würfel als Schutzkarte. Das heißt, dir ist hier ein absoluter Schutz gewahr. Du stehst im Mittelpunkt deines Lebens und das darfst du jetzt erfahren. Das heißt, die geistige Welt schaut, dass du mit dir selbst in die Mitte kommst, dass du dich selbst in deiner Mitte erfährst und da liegt ein Schutz drüber, da musst du nichts machen, sondern das ist etwas, was grundsätzlich passiert für dich, wo du dich jetzt erkennst in deiner Ewigkeit quasi, dass du erkennst, dass du in Ewigkeit gebrachte Form bist, die jetzt ihre Meisterschaft hier auf dieser Erde erlangt, unabhängig davon, was sonst gewesen ist. Also es geht jetzt darum, dich selbst zu erkennen mit all dem, was du mitgebracht hast, und zwar schon aus aller Zeit. Und hier hast du die Bausteine, die du einfach nur auch wieder im Zentrum für dich annehmen darfst. Ja, das ist wie du stehst im Zentrum und alles rundherum, alles, was du erlebt hast, ist bereits immer da. Es fehlt dir nichts, sondern es ist alles wie ein Atom um dich herum. Du bist der Atomkern, hast du alles für dich gespeichert. Das heißt, du hast nichts zu tun, es fehlt dir nichts, sondern du darfst einfach nur für dich begreifen, wann du welche Stückchen aus diesem Umfeld für dich als greifbar für dich annimmst und was nicht. Ja, das ist das, was ich dir dazu sagen soll. Also, hier als Themenkarte war auf jeden Fall, du darfst jetzt mehr in die Wünsche wieder hineingehen, du darfst ins Erblühen gehen. Bei dir ist wirklich wie eine Raupe, die vor langer Zeit in den Kokon geschlüpft ist und jetzt schon einige Zeit lang ausbricht aus ihrem Kokon. Das ist auch das, was hier kommt. Ja? Und in diesem Ausbruch, in diesem Schlüpfstadium, beziehungsweise in diesem schon draußen sein Stadium als Schmetterling, hast du dich aufgrund von einem alten Schmerz jetzt irgendwie wie gehalten. Irgendwas ist da passiert und ich habe das Gefühl, dass das auch mit der Mutter zu tun hat. Wir haben hier auch die karmischen Verstrickungen, wir haben hier Trennungen, wir haben inneren Zorn, Konflikt, ich spüre ein bisschen so eine Übersäuerung im System, einfach so ein bisschen ein Wirrwarr der Gefühle in der Tiefe drin. Ja, jetzt ist mir natürlich nicht klar, wie weit dir das bewusst ist, wie weit du da jetzt schaust, aber das ist etwas, was man auf jeden Fall energetisch spüren kann. Das ist aber nichts Schlimmes, weil natürlich alles ist da und das, was du jetzt für dich auch annehmen darfst, ist, dass Licht und Schatten gleichermaßen funktioniert und gleichermaßen existiert. Das heißt, das ist jetzt kein Zustand, wo du dagegen ankämpfen musst, wo du deswegen verbittert sein musst, wo du irgendwas zu tun hast damit großartig, ja, oder in eine Selbstoptimierung verfallen musst, überhaupt gar nicht, sondern diese Hinweise sind wirklich alleine dafür da, dass du erkennst, dass trotzdem alles da ist und dass du vertrauen darfst, dass du wünschen darfst, dass du keinen Grund mehr hast, verbittert zu sein, ja, oder zu kämpfen oder irgendwie einen Frieden künstlich hervorholen musst in einer Situation, sondern es darf einfach sein. Und dieses es darf einfach sein und du gibst dem gar nicht zu viel Raum im Sinne von Bewertung, das ist deine Selbstfürsorge in dem Moment. Also hier kommst du wirklich in dir an, um dich zu erkennen, um dich anzunehmen und das ist auch die Souveränität, die jetzt mit dir einhergeht und auf dich wartet. Und indem du annimmst, skurrilerweise, ist das, was dann absorbiert wird, was nicht zu dir gehört. Ja? Also durch die Annahme deines Selbstes, wenn du hier den Kampf beendest, wenn du hier irgendwelche alten Themen, ja, irgendwo war eine Verbitterung, ein Zorn, ein Konflikt und ich habe das Gefühl, das ist unterschwellig. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich bei dir schon ganz brodelt, wenn nur ein kleiner Prozentansatz. Ja, bei den meisten habe ich das so unterschwellig irgendwo. Und dieses Unterschwellige ist aber manchmal wie eine Bremse, weil du dadurch natürlich immer mal wieder so komische Situationen anziehst, die dich an etwas erinnern, an etwas Bestimmtes, was mit deinem Muttersein, mit deiner Weiblichkeit, mit deiner Mutter selbst, ja,
zu tun hat und mit dem Annehmen von dir und dir selbst gegenüber loyal sein. Und das ist jetzt im Moment so ein bisschen die Prüfung, die drinnen liegt, wo du aber deinen eigenen Herzkompass tatsächlich aktivierst. Das heißt, hier shiftet sich jetzt einiges um durch dieses, ich bin der Mittelpunkt und alles darf aus mir heraus sein. Ich bin in Ordnung, genauso wie ich bin. Ich bin wichtig und richtig, genauso wie ich bin. Lässt du quasi den Kampf in dir sein und das, was nicht mehr zu dir ist, darf sich jetzt hier entbinden, einfach nur durch dieses ruhig und still in dir sein, damit du selbst aus dir heraus erblühen kannst. Ja, und hier haben wir drinnen ganz, ganz schön, es wird jetzt auch auf der geistigen Ebene gearbeitet, die Hohepriesterin verbindet hier wieder Licht und Schatten miteinander, in dir gehst du auch in die Vereinigung von männlicher, weiblicher Energie und kommst hier in deiner Stärke an. Ja, du segnest hier quasi deinen inneren Tiger, deine innere Weiblichkeit, auch wunderschön diese Karte, ja, wo du dich in deiner Stärke, in deiner Kraft auch wieder siehst. Ja, großartig. Das heißt, hier geht einfach eine Falschheit raus, wo du vielleicht auch immer wieder geglaubt hast, dass du noch irgendwas zum Richten hast, irgendwas zum Tun hast, irgendwas zum Ausbützen hast. Das ist hier auch einfach nur eine antrainierte, eine erlernte Maske quasi. Etwas, wo du Energie für dich verlierst und immer wieder in so einem Fallstrick drinnen warst und dann vielleicht in Konkurrenz, in Neid, in was weiß ich, was für Dinge unabsichtlich hineingekommen bist, obwohl das dir als Mensch, glaube ich, gar nicht entspricht. Das ist eben eine Falschheit, die geht jetzt raus, weil du jetzt anschaust, was deinem Seelenplan tatsächlich einfach entspricht. Ja? Und da hältst du dich nicht mehr raus und da bleibst du auch nicht mehr in einer Trauer mit einer gewissen Situation, mit einer gewissen Verbindlichkeit, sondern da sagst du, ich nehme mich jetzt einmal raus. Ich nehme mich jetzt einmal raus aus diesen karmischen Verstrickungen, ich lasse jetzt was sein. Aber ich lasse mich nicht mehr im Kampf darauf ein, ich lasse mich nicht mehr in einer Schwere darauf ein, sondern ich schaue jetzt einfach mal, was ist überhaupt davon mein. Und dort, was nicht mehr meins ist, da lasse ich die anderen einfach mal stehen, ja, und darf jetzt einfach meinen eigenen Weg gehen. Ja, und wenn das deine Umsetzungsenergie ist, dann kommst du jetzt dann richtig in Fahrt, ja, und hältst dich eben auch nicht mehr zurück, sondern sagst, okay, alles klar, ich bin es wert, von ganzem Herzen geliebt zu werden, ich bin es wert, von ganzem Herzen meine Erfüllung zu finden hier auf Erden und ich bin es wert, von mir in jeder Form unterstützt zu werden und meinen Weg zu gehen. Wunderschön, du liebe Jungfrau, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Kraft, ganz viel Power und ganz viel Umdrehen von den Energien, dass du siehst, dass du ein vollkommenes, wunderschönes Wesen bist, was gar nicht mehr braucht, um zu sein. Bis dann, lass dich auf dich ein. Baba.